told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Wenn du dich fragst, wer bin ich? Wer bist du? Wer bin ich? Dann stellt sich die Frage, was ist das Leben? Die zweite Frage vielleicht, wann findet das Leben statt? Natürlich nur jetzt und hier, im gegenwärtigen Augenblick. Und der ist immer behütend, immer heilsam, immer beschützend. Und deswegen atmest du auch immer Dankbarkeit ein und aus. Also wenn du rausfinden willst, wer du bist, was das Leben ist, wenn du dein Herz
wieder singen, sprechen, hören, tanzen. Wenn du in Weite erfahren möchtest, dann bleib bei deinem Atem. Und dann wird dich alles lehren. Lass dann die Lücke weg. Atme so intensiv du möchtest, vielleicht durch die Nase, vielleicht durch den Mund, mach das so, wie du das möchtest. Hauptsache, du nimmst mehr Sauerstoff zu dir, halt dann die Energie auch nicht in deinem Körper, sondern lass dich ganz weit werden. Atme immer ins Herz, immer in die Leichtigkeit. Und wie gesagt, diese Technik, das holotrope Atmen, verbundenes Atmen, der lebendige Quantenatem, kreisförmige Atem, ist eine sehr mächtige Technik. Und es ist sehr wichtig, dass du die ersten mindestens 10 bis vielleicht 20, 30 Sitzungen mit einem erfahrenen, lebendigen Quantenatem-Lehrer atmest. Und erst dann dieses Video bzw. dieses mehr Audio live hier aus meinem Atelier. Das kannst du heute machen, wenn du es zum ersten Mal machst. Bitte ein bisschen sanfter. Immer eigenverantwortlich. Im Zweifelsfall natürlich mit dem Arzt abklären. Und immer in die Leichtigkeit. Ansonsten vielleicht auch eine Freundin hinzunehmen, die dich jetzt begleitet. Die dir vielleicht auch die Hand aufs Herz legt. Oder dir mal ein Taschentuch reicht, falls du mal weinen musst. Weil es kann viel passieren, was gut ist. Es ist ein Reinigungsprozess, der dich nach innen führt. Und wenn du nicht an das, was nach oben kommt, an diese Drachen, gegen die du dein Leben lang gekämpft hast, glaubst, dann speicherst du diese Energie auch nicht mehr. Und die darf einfach gehen. Du bleibst bei deinem Atem und immer bei deinem Atem. Wenn du möchtest, kannst du natürlich jederzeit, bleib aber verbunden, länger ausatmen als ein. Mach das so, wie du das möchtest. Und jetzt entspann erstmal noch den ganzen Körper. Spür nochmal die Füße. Atme tief in den Bauch ein und aus. Spür die Waden. Spür deine Oberschenkel. Spür Gesäß und Hüfte. Spür den unteren Rücken. Den mittleren Rücken. Den oberen Rücken. Den Unterbauch. Den Bereich um den Bauchnabel, den Oberbauch, den Brustkorb. Spür deine Schultern, die Oberarme, Unterarme, Hände, Finger, Hals und Nacken, Hinterkopf und dein ganzes Gesicht. Stirn ist entspannt, Augenbrauen entspannt, die Augen ruhen entspannt, in den Augenhöhlen, Nase entspannt, Lippen entspannt. Zunge entspannt, Unterkiefer locker, Wangen entspannt, Ohren entspannt, Schädeldecke entspannt, der ganze Körper entspannt. Atme ein und sag dir geistig, ich bin vollkommen ruhig, ausatmend und angenehm entspannt. Deine Aufmerksamkeit ist nicht bei der Musik, du hörst die. Die inspiriert, die führt dich nach innen. Deine Aufmerksamkeit ist auch nicht bei meiner Stimme, die führt dich, die inspiriert dich. Die Aufmerksamkeit ist immer beim Atem. Der Atem ist jetzt, der Atem ist hier. Du kannst gleichzeitig die Lebendigkeit im ganzen Körper spüren, aber lass die Energie wirklich weit werden. Lass die Gefühle zu, die da sind. Jero Gabal sagt im Quantum Life Breath auch, aber nicht, wenn du weinst, dass du dann wie in einem Pool hineinspringst und stundenlang drin rumplanst. Nee, du weinst, du lässt es zu, nimmst es wahr und du kommst zurück zum Atem. Atme in dein Herz. Atme ins Loslassen. Atme in das Ja zu dir selbst. Atme in dieses Gefühl, ich bin wundervoll, so wie ich bin und ich darf sein, wie ich bin. Der Körper bleibt entspannt und beim Atmen darfst du dich dann gleich ein kleines bisschen anstrengen. Zunächst nochmal 3-4 tiefe Atemzüge ganz entspannt in den Bauch nehmen. Wenn du möchtest, kannst du dann
Wenn es losgeht, auch in den Bauch, Brustkorb bis hoch in die Schlüsselbeine atmen. Durch die Nase oder durch den Mund. Lass die Lücke weg. Atme verbunden und atme immer in dein Herz. Und dann beginne jetzt. Atme tief, atme stark. Beim Atmen darfst du dich ein bisschen anstrengen. Ist gleichzeitig wichtig, dass der Bauch entspannt ist, vor allem beim Einatmen. Atme gerne Innenbauch, Brustkorb, Schlüsselbein vollständig ein und aus. Lass die Lücke zwischen dem Ein- und Ausatmen weg. Atme tief und atme tiefer. Jede Erfahrung ist neu. Bleib gegenwärtig, bleib präsent, bleib offen. Und da du weißt, dass jeder Atemzug dich erfrischt, dich heilt, dir neue Energie bringt, atmest du Dankbarkeit ein und aus. Und vertrau deiner Energie. Wenn du weinen musst, wein, wenn du lachen musst, lach. Vielleicht kommt es dir im Moment noch komisch vor, wenn ich dies sag. Aber sei ganz offen. Atme. Und bleib beim Atem, bleib sogar bei jedem Teil deines Atems. Vertrau deiner Energie. Und da kann viel passieren. Und atme in die Dankbarkeit, atme in die Leichtigkeit, atme in die Freude. Atme in deinem Tempo. Ich werde immer wieder mal mitatmen. Bleib aber so, wie es für dich heute gut ist. Vertraue. Im gegenwärtigen Augenblick. Und irgendwann kann passieren, dass das Atmen einfach geschieht. Dann lass das Atmen geschehen. Lass dich fließen, lass die Emotionen zu. Kannst du auch sagen, alles in mir darf da sein, aber bleib beim Atem. Bleib in Verbindung mit deinem Herzen. Und hör zu, wenn dein Herz spricht. Weiteratmen, weiteratmen, immer beim Atem bleiben. Lass die Körpergefühle zu. Bleib beim Atem. Rund und verbunden. Für den Brot noch. Ja, ja zu dir, ja zu deinem Herzen, ja zum gegenwärtigen Augenblick. Alles in mir darf da sein. Ich bin bereit, die Vergangenheit loszulassen und stimmig zu leben, so wie ich vom Leben, von der Liebe, von meinem Sinne.
alles kommt zu mir zur richtigen Zeit am richtigen Ort und geht dann, damit etwas Neues kommen kann. Jeder Moment ist neu. Atme als dieser Körper. Ich habe nichts und ich bin alles. Ich sage ja zu mir. Ich bin wundervoll, so wie ich bin. Und ich darf sein, wie ich bin. Ich atme in die Freude. Ich lasse alle Gefühle zu. Ich lasse die Vergangenheit Vergangenheit sein. Ich tauche ein in den gegenwärtigen Augenblick. Und mit Vertrauen. Ich lasse los. Lass die Gedanken vorüberziehen. Die Wolken am Himmel. Erkenne sie als Fantasiedrachen. Und wenn ich nicht mehr daran glaube, dann speichere ich sie auch nicht. Und ich atme. Ich atme. Atme Leben. Werde weit und weiter. Atme. Intensiv. Mein Körper entspannt. Lasse los. Vertrauen in die Liebe, die du bist. Ich habe nichts und ich bin alles. Ich bin hier eine wunderschöne Blume im Garten des Lebens. Ich bin hier, um zu blühen und der Stimme meines Herzens zu folgen. Und der Freude meines Herzens Ausdruck zu verleihen. Mit dem Weg ins Herz kann viel passieren. Lass alle Gefühle zu. Atme weiter. Atme dich tief nach innen. Lass los. Lass es geschehen. Immer zurück zum Atem kommen. Der Atem ist jetzt, der Atem ist hier. Und wenn du beim Atem bist, dann bist du auch jetzt und hier. Atmen. Lass alles geschehen, was geschehen will. We'll be right back.
Finger ein bisschen taub werden. Oder du Taubheimfindungen hast, die du normal nicht kennst. Wenn du dich bewegen willst, beweg dich. Wenn du lachen willst, lach. Wenn du weinen willst, wein. Lass alles zu. Verbleib beim Atem. Wenn du möchtest, kannst du jederzeit auch ein bisschen länger ausatmen. Noch mehr loslassen, noch mehr entspannen. Immer eigenverantwortlich und immer in dein Herz. Immer in die Weite. Immer ins Vertrauen. Erinnere dich, wer du wirklich bist. Wunderbar. Du hast der Welt so viel zu geben. Folge der Freude. Für die Dankbarkeit, am Leben zu sein. Und atme. Atme dich auf den Gipfel deiner Erfahrung. Immer in die Weite. Lass los. Lass los. Lass es geschehen. Und spür dein Herz. Und wenn du die Sonne in deinem Herzen vielleicht spürst, wie sie aufgeht, wie jeder Moment neu ist, bleib neugierig. Bleib offen. Bleib weit. Und bleib bei deinem Atem. Geräuschvoll, verbunden, rund, lebendig, ein und aus, in dein Herz, in die Weite. Lass los. Ja, ja, lass los. Wenn du erkennst, im Augenblick kein Problem hast, dann hast du einfach kein Problem. Und dass alle deine Probleme einfach nur ein kosmischer Witz sind. Lass alle Gefühle zu, die da sind. Halt keinen Gedanken fest. Bleib beim Atem. Bleib bei deinem Atem.
und atme jetzt für die nächsten 5 Minuten so intensiv wie möglich ein und aus. Dynamisch, rund, verbunden, immer in die Weite, immer ins Loslassen, immer ins Vertrauen, in die Leichtigkeit. Körper bleibt entspannt. Lass alles zu und atme. So intensiv wie möglich, ein und aus. Atme. Ja. 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 Du bist bereit loszulassen. Lass los. Denn ich bin wundervoll, so wie ich bin. Ich bin es wert, geliebt zu sein. Ich bin Liebe. Nach 4 Minuten atme so intensiv wie möglich. Dynamisch. Lass alles zu. Jetzt ist geschehen. Wenn du möchtest und noch nicht so oft diese Technik geübt hast, dann atme jetzt nochmal für die nächsten 3 Minuten circa nach deinem Gefühl intensiv ein und aus oder atme auch jetzt noch langsamer. Falls du geübt bist und vielleicht eine oder einer meiner lebendigen Quantenatmer, Atmerinnen bist, dann atme jetzt gerne für die nächsten noch 10 Minuten. So intensiv wie möglich, atme dich auf den Gipfel deiner heutigen Erfahrung, erwarte nichts, bleib in der Leichtigkeit, bleib in der Liebe, bleib im Vertrauen und atme. Jetzt 10 Minuten nach, wenn du möchtest. Du merkst, es ist ja jetzt schon zu intensiv. Wenn du die Erfahrung schon öfters gemacht hast, dann geh jetzt durch. Atme. So intensiv wie möglich. In dein Herz. In die Liebe. Meine einzige Autorität ist mein Herz. Hör zu, wenn dein Herz spricht. Lass dein Herz weit werden. Für die Freude in deinem Herzen am Leben zu sein, jetzt und hier. Ich bin wundervoll, so wie ich bin, und ich sage Ja zu mir, Ja zu meinem Leben, und ich nehme jetzt mein Leben in die Hand. Ich bin nicht Opfer, ich bin Schöpfer meiner Welt. Und ich mache sie, gestalte sie nach meinem Herzen, nach meiner Freude und tiefer Dankbarkeit.
Atme, atme, lass los, lass los, lass los, lass los. Lass dich fallen. Lass dich fallen, lass los. Lass dich fallen in die Freiheit des gegenwärtigen Augenblicks. Spür, ich bin ewig. Ich bin unendlich. Ich bin reines Bewusstsein. Wachse über dich hinaus, beobachte dich von außen. Lass alles zu, lass die Gefühle zu. Lass dein Herz sprechen. Lass dein Herz vor Freude tanzen. Lass die Vergangenheit ruhen. Du bist nicht mehr das kleine Kind, das du einmal warst. Du bist stark, du bist erwachsen, du bist selbstbewusst. Du bist Liebe. Du bist gegenwärtig. Wenn du bei deinem Atem bleibst, bist du erwachsen. Nimm dein Kind in den Arm, jetzt. Umarm dein inneres Kind. Sag ihm, alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Du darfst weinen. Zu deinem Atem. Das Lachen, liebes Kind. Ich bin für dich da. Jetzt und für immer. Wenn wir gegenwärtig bleiben, wenn wir entspannt bleiben, wenn wir den Humor des Lebens entdecken, dann ist es leicht, das Leben zu genießen. Das Leben ist ein Tanz, ein Spiel. Hier, um Erfahrungen zu machen. Du entscheidest, welche Erfahrungen du machen möchtest. Entscheide dich für die Erfahrung der Liebe, des Vertrauens, des Vergebens. Vergebe mir und meinen Mitmenschen alles. Ich übe Vergebung. Ich weiß, was ich üben möchte. Ich möchte vergeben. Ich möchte weiter sein. Ich möchte die Liebe sein. Ich möchte, wenn alle weinen, wenn alle leiden, das Licht sein. Ich möchte die Dankbarkeit sein. Ich möchte du sein. Ich will dein Herz sein. Hör zu, wenn dein Herz spricht. Mit deiner Liebe. Umarm dich. Mit deiner Freude. Mit deiner Dankbarkeit. Und lass immer noch los. Lass die Gedanken los, erkenne die Fantasiedrachen, erkenne, es gibt nur den gegenwärtigen Augenblick. Es gibt nur das Leben, jetzt und hier. Das Leben ist ewig. Ich bin ewig. Ich bin reines Bewusstsein. Dankbarkeit bringt mich ins Wohlgefühl, ich darf mich wohlfühlen. Ich bin nicht dieser Körper, ich habe diesen Körper. Der Körper in mir. Ich bin auch durch die Gedanken. Ich habe sie, ich bin reiner Geist. Eines Bewusstsein, der oder die, der oder die Gedanken beobachtet. Ich wachse über mich hinaus und ich bin auch nicht die Gefühle, ich habe sie. Und ich lasse sie jetzt zu. Ich lasse sie fließen. Und ich lasse sie los. Ich atme in mein Herz. Und fange jetzt gleich an, langsamer zu atmen. Die letzten paar Sekunden vor der Rebound-Phase. Lass den Atem dann jetzt gleich einfach kommen und gehen, wie er möchte. Wenn er noch stark kommt, lass ihn vielleicht auch noch stark kommen. Wenn du erfahren bist, mach es so, wie du es kennst. Lass los, lass dich leiten von deinem inneren Yoga-Lehrer, von deiner inneren Stimme. Ich vertraue meiner inneren Führung. Ansonsten fang jetzt an, es
sanfter zu atmen. Ein bisschen mehr noch ins Herz, ein bisschen sanfter in den Bauch, ein und aus. Was ist alles los? Es gibt jetzt nichts mehr zu tun. Okay, ich bin wundervoll, so wie ich bin. Ich lasse jetzt los.
langsam. Dann mach ich das. Fang an, dich wieder ein bisschen mehr zu bewegen. Und dann mach ich das, steh auf und tanz mit dir selbst. Beweg dich zur Musik. Für die Lebendigkeit in dir. Lass immer noch los. Thank you.
nochmal einen Augenblick auf in eine bequeme, aufrechte Sitzposition. Ganz entspannt. Atme nochmal ein paar Tiefen im Bauch ein und langsam aus. Bedanke mich, dass ich mich beim Atmen begleiten durfte. Freue mich auf ein nächstes Mal. Falls es dir gefallen hat, Daumen hoch, auch gerne den Kanal abonnieren. Such mich, ich bin noch Peter Lichtlöschen, Yoga-Heiler. Vielen, vielen Dank. Wir beenden diese Einheit und du kannst dir zunächst auf dein Herzstiel legen. Vielleicht jemandem nochmal deine Liebe schenken. Viele Köpfe in den Becken. Und jetzt dir diese Liebe schenken, wie du an dich denkst, dich fühlst, deine Liebe spürst. Und jetzt atmen wir nochmal tief ein und reißen dann die Arme nach oben und schreien ganz laut, rufen laut Ja. Ja zu uns, das Ja zum Leben. Atmen tief ein. Ja!